Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im Schweinsgalopp jagt die Koalition heute zwei Gesetze durchs Parlament. Die geänderte Vorlage zum Straßenverkehrsgesetz ging dem Verkehrsausschuss über Nacht zu. Mit dieser Werbe hätten Sie in den letzten Monaten und Jahren die Dieselnachrüstung betreiben sollen. Dann bräuchten wir heute nicht über dieses Murksgesetz zu beraten. Uns Bündnisgrünen geht es um den Schutz der Gesundheit. Die Luft muss weniger giftig werden. Darum geht es. Und brauchen wir dazu eine automatisierte Kameraüberwachung des Verkehrsraumes? Muss von allen Fahrern ein Foto gemacht werden? Ist das verhältnismäßig? Der Bundesrat, wissenschaftliche Gutachten und der neue Datenschutzbeauftragte hatten da massive Zweifel. Dann wurde etwas nachgebessert. Doch die Zweifel, die bleiben. Gibt es ein besseres Mittel als die kamerabasierte Überwachung von Einfahrverboten? Und da ist die Antwort ganz eindeutig. Ja, die gibt es. Die Einführung der blauen Plakette wäre ein viel milderes und ein viel effektiveres Mittel. Und Herr Klare, wir kennen das doch. Die grüne Plakette, die gibt es. Fragen Sie in den Städten nach. Die kennen das. Die funktioniert. Die wird kontrolliert. Die hat zu 60% Minderung hier genau der Feinstäube geführt. Das ist doch alles kontrolliert worden. Das sagt Ihr eigenes Umweltbundesamt. Was erzählen Sie denn da? Nein, damit bekommen Sie den Schutz der Gesundheit und den Schutz der Daten unter einen Hut. Genauso funktioniert das. Fragen Sie danach. Prüfen Sie die blaue Plakette endlich gründlich. Und auch technisch ist der Gesetzentwurf eine echte Farce. Sie von der Koalition gaukeln uns vor, dass ein Abgleich mit dem Fahrzeugregister ausreicht. Dann wäre klar, ob man einfahren darf oder nicht. Das ist grundfalsch. Denn Sie verschweigen, dass die Ausnahmen extrem vielfältig und sehr unterschiedlich sind. Ja, ich sage Ihnen auch was dazu. Der Abgleich mit dem Fahrzeugregister reicht eben nicht aus, wir haben die nachgerüsteten Fahrzeuge. Wir haben die kommunalen Ausnahmen für Müller, für Taxis. Ja, wie wollen Sie denn das kontrollieren? Die Register gibt es doch gar nicht in den Städten. Was steht Ihnen denn davor? Das ist doch völliger Quatsch. Was ist denn die Folge? Sie wollen doch gar nicht wirklich kontrollieren. Oder eigentlich wollen Sie doch nur einen weiteren Bausteinüberwachungsstaat hier installieren. Darum geht es. Oder alternativ machen Sie massenhaft falsche Bußgeldbescheide. Das ist auch eine Option, das könnte sein. Da zwingen Sie dann den Fahrzeughalter, die eigene Unschuld zu beweisen, indem er die Ausnahmegenehmigung für sein Fahrzeug im Bußgeldverfahren dann vorlegt. Das ist doch irre. Mit Verlaub, das ist eines Rechtsstaats unwürdig. Und deswegen ist ganz klar, Ihr Gesetzentwurf versagt auf der ganzen Linie. Die Gesundheit der Menschen wird mit diesem Gesetz keinen Zentimeter geschützt. Es geht Ihnen allein darum, so zu tun, als ob. Das ist quasi Ihr Ziel. Sie lassen die Betroffenen, die Kinder, die Asthmatiker, die älteren Menschen, die lassen Sie alle allein. Und dass Sie den Bundestag mit diesem Murksgesetz befassen, ist beschämend. Wir werden dieses Gesetz ablehnen, denn es taugt nichts. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Der Witz ist ja, dass Sie von der SPD das alles längst wissen. Deswegen haben Sie jetzt so ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. Das lässt sich ja nur so erklären. Ich freue mich über die Vorschläge. Aber warum in aller Welt stimmen Sie dann diesem Gesetzentwurf zu, wenn Sie es wissen, dass er nicht funktioniert? Herzlichen Dank, Herr Kollege Gelper. Als nächster Redner hat der Fraktionskollege Mario Mirow das Wort.